Guten Abend alle miteinander und willkommen zu einem etwas ziemlich krassen Video. Und zwar ist es so, dass Konami gerade eben die neue verbotenen und limitierten Liste, die ab dem 5.2. aktuell ist, gedroppt hat. Und ich dachte mir, wir können ja mal ein bisschen darüber reden. Eigentlich würde ich mich gerade viel lieber um unser Market kümmern, aber da sitzen gerade schon andere Leute dran und ich wollte mir die Zeit nehmen, mit euch trotzdem darüber zu reden. Aber ich werde das Ganze diesmal etwas mehr runterrattern. Und zwar haben wir als erste Karte den Doppel-Iris-Magier. Und ich finde, das ist schon eigentlich etwas ein bisschen unnötig, würde ich behaupten. Denn letzten Endes ist es so, Doppel-Iris-Magier ist eine Karte, die für das Deck wichtig ist, aber nicht zu OP. Ich finde, Schädelgrober-Joker ist auf Null gegangen. Finde ich verständlich, die Kombos, die man damit machen konnte, mit dem Curtain Raiser etc., waren echt heftig und das Deck hat damit zu viel Party gemacht, aber Doppel-Iris finde ich nicht gut, dass der vor allem direkt auf 0 gegangen ist, auf 2 oder auf 1. Hätte ich unterstützt, auf 0. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich da gerade ein bisschen Geld so wegfliegen sehe, aber hey, passiert. Nächste Karte, wir haben Löwenzahnlöwe, der auf 0 gegangen ist. Ist verständlich, Konami möchte gegen diese ganzen FTK und ultra-miesen Linkboards vorgehen, was ich gut finde. Und da bin ich absolut mit einverstanden. Max C auf 0, auf 3 oder auf 0, wäre beides akzeptabel gewesen in meinen Augen. Aber auf 0 finde ich gut, weil wir uns jetzt wieder so ein bisschen vom OCG abheben. Die haben ja jetzt Max C auf 3, wir haben es jetzt auf 0. Es trennt die Formate weiter voneinander, das ist absolut akzeptabel. Dann haben wir genauso Gofu auf 0, was ich nicht gut finde, weil ich fand, Gofu ist eine auf 1, eine sehr gute Karte, aber eine Karte, die so ein bisschen Glück sollte in Yu-Gi-Oh! Mit drin sein. Stufenfresser auf 0 war abzusehen, früher oder später musste das kommen und jetzt ist es soweit und kann man eigentlich nur mit konform gehen. Das war es auch schon mit den verbotenen Karten. Dann haben wir in den limitierten Karten Abklüffer Türme. Ist gut, finde ich, war schon lange notwendig. Es ist nicht so, dass die Abklüffer Türme inzwischen noch eine OP-Karte wären oder so. Es ist halt ein Tower, ja, wie sie auch heißt. Aber man kommt drum herum, gerade heutzutage. Schadensjongleur auf 1. Ich weiß nicht so recht, also von mir aus, ja, Schadensjongleur ist eine ganz gute Karte, aber keine OP-Karte jetzt. Vor allem im aktuellen Pendulum Magicians ist sie auch, sie kann jetzt nicht irgendwie den Skullcrobat Joker oder so ersetzen und gerade auf 1 nicht. So von wegen, ja, dann kann ich den halt von der Hand specialen und damit Elektro machen, das geht halt nicht, etc., etc. Und müsste man halt mal schauen, ob da jetzt irgendwas passiert, aber die Sache ist halt die, mit Karten, die auf 1 sind, ist es generell immer schwer, einen konstanten Break hinzubekommen. Das bedeutet, ja, genauso Schleifgolem auf 1. Konami hat, glaube ich, schon klar gemacht, dass die Schleifgolem-Kombo nicht komplett von ihnen gehasst wird. Und auf 1 ist sie halt sehr instabil, sagen wir es mal so, weil wenn du deinen Golem halt nicht hast, kannst du die Kombo nicht durchziehen und du musst für diese Kombo sehr viel von deinem Extra-Deck-Platz abcutten, sagen wir jetzt mal. Was bedeutet, muss man mal schauen, was aus dieser Kombo wird. Firewall Dragon auf 1, finde ich, ist der richtige Schritt. Firewall Dragon auf 1 ist immer noch spielbar, funktioniert immer noch als Link-Monster, verhindert aber unglaublich ekelhafte Unbreakable Boards, wo man im Prinzip Rakugel-Modus braucht, oder das war's halt. Ansonsten Spiral Resort auf 1. Ja, ist ein weiterer Hit gegen Spiral. Ich glaube immer noch nicht, dass das Deck dadurch jetzt aussterben wird oder nicht mehr gut sein wird, geschweige denn nicht mehr das beste Deck sein wird, weil wir immer noch Terraforming auf 3 haben, aber man muss mal schauen, was das Ganze jetzt ergeben wird. Dann haben wir Wiedergeburt auf 1. Ja, habe ich ehrlich gesagt nicht kommen sehen. Wegen dieser ganzen Last-Up-Promo habe ich gedacht, dass das nicht passieren wird. Aber jetzt ist es doch soweit, was uns wieder in Richtung zum OCG bewegt. Im Gegensatz zu dieser Maxe-Sache, was interessant ist. Aber ich denke, auch das ist ein richtiger Schritt. Genauso wie feierliches Urteil Solemn Judgment auf 1. Die Karte hat enorm hohe Kosten, um irgendetwas zu annullieren. Ist also vernünftig noch dazu. Kommen wir zu diesen ganzen Backrow-Karten gleich noch. Denn wir haben hier in der
Liste hier. Was nicht länger auf der Liste ist, und die ist ziemlich groß. Wir haben da Waffenstillstand, war semi-limitiert, ist jetzt auf 3. Wird nicht viel machen. Reißender Tribut, war auf 1, ist jetzt auf 3. Ist cool. Ojama-Trio war semi-limitiert, ist jetzt auch wieder auf 3. Seinem Gegner Tokens zu geben für die paar Lebenspunkte, die er, wenn er sie weglinkt, zahlt. Ist cool. Bodenlose Fallgrube auf 3. Ist cool. Zukunftsfusion auf 3 mit dem Errata. Ebenfalls Vorbereitung der Riten auf 3 ist stark. Dann haben wir Klee Opfer. War limitiert und jetzt auf 3. Das finde ich ist auch gut. Im Gegensatz zu den Türmen ist das nämlich meiner Meinung nach eine Karte, die jetzt auch ein bisschen Hype verdient. Gehirnkontrolle auf 3, ja, seitdem sie nur noch auf Normal Summon Karten geht. Dann haben wir etwas, was ich viel stärker finde, und zwar Gedankenkontrolle von 1 auf 3. Die Karte kann in gewissen Situationen enorm stark sein. Gerade auch jetzt in dem Format kann man mit der Karte unglaublich viel anstellen und da bin ich gespannt, wie die sich entwickeln wird. Wir haben dann noch L-Schattenpuppenfusion von 2 auf 3. Wird auch nicht viel ändern, genauso wie Bryonek von 2 auf 3, Schwarzglänzender Soldat von 2 auf 3. Kartenkavallerist von 2 auf 3. Rayo von 2 auf 3 ist stark. Das macht die Karte wieder spielbarer, finde ich. Genauso wie Moratach auf 3. Das sind wiederum zwei Sachen, die das nächste Format extrem interessant machen. Nur letzten Endes ist so, was mir hier sehr aufgefallen ist. Klee ist ein Backrow-Heavy-Deck. Wir haben hier die bodenlose Fallgrube, eine Backrow. Wir haben Ojama-Trio, eine Backrow. Reißender Tribut, eine Backrow. Waffenstillstand ist eine Backrow. Und dann haben wir noch das feierliche Urteil. Und all das sind halt einfach nur Karten, die von Hetronade komplett geoutet werden können. Bis auf jetzt vielleicht so ein bisschen Clifford-Karten, weil die auch viele Continuous-Traps spielen. Und diese Continuous-Traps, also was heißt, haben gespielt. Wir haben ja jetzt Guildrain noch auf 1 und Vanity's Emptiness ist weg und so. Man muss schauen, wie sich das entwickelt. Aber alles in allem sind viele Karten dabei. Auch die Artefakt-Karten, wenn ich nicht doof bin, die müssen ja auch zerstört werden. Die halt von Hatronate geoutet werden. Das bedeutet im Prinzip, wenn jetzt wieder mehr Backrow-Decks kommen, genauso wie auch das Counter-Fairy-Deck, dann wird halt dadurch Hatronate teurer. Ja, interessant. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Liste haltet. Ich fand sie so ein bisschen komisch. Ich fand, sie ging so ein bisschen in die falsche Richtung. Ich fand, die Reinkarnationsnelke hätte auf 1 gehen können. Und ich finde, Spiral Tough hätte auch auf 1 gehen können. Dann hätte man mal schauen müssen, was passiert. Oder halt Sleeper auf 0 oder Generalplan auf 0. Wäre halt mal was gewesen. Aber wer weiß, wer weiß. Ich bin Alex von Rising Time. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich kümmere mich jetzt auch weiter um Yu-Gi-Oh! Karten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.